Lange hat es sich gegen eine Sprengung gewehrt, am vergangenen Wochenende sickte jedoch der Sprengstoff über das Kesselhaus der ehemaligen ÖDK in der Stadtgemeinde Volzberg. Ende 2012 hat die Bohr Umwelttechnik den gesamten Kraftwerkstandort in Volzberg erworben. Im August des heurigen Jahres wurde der 180 Meter hohe Kamin nach einem misslungenen Sprengversuch mit zwei computergesteuerten Kränen zum Einsturz gebracht. Anfang November sollten dann die verbliebenen Kraftwerksteile mittels 666 Kilogramm Sprengstoff einstürzen, doch das Kesselhaus ließ sich von der circa 10-sekündigen Explosion kaum beeindrucken. Vor wenigen Tagen war dann der neue Sprengtermin anberaumt. Spannend wurde es noch einmal aufgrund der Wetterlage, denn der dichte Nebel hätte die Druck- und Schallwelle verschlimmern können. Man wartete also darauf, dass der Nebel sich lichtete. Um 14.20 Uhr war dann ein lauter Knall zu hören und das Gerüst des Kesselhauses gab den 500 Sprengladungen, angebracht auf 4 Etagen, nach. Die Sicherheit stand natürlich an erster Stelle. Nun geht es mit der Demontage und den Aufräumarbeiten weiter. Circa 90% der Materialien werden recycelt bzw. rückgebaut. Das Gelände wird rekultiviert werden und steht dann Industrie- und Gewerbebetrieben zur Verfügung.